Guten Morgen, mein Name ist Doris oder vielleicht sollte ich besser sagen Servus miteinander und ich bin heute da als Mama und vor allem als Mama von Ella und Ella wird jetzt gerade 11 Jahre alt und Uschi hat mich ermutigt heute meine Stimme Ella zu geben und deshalb möchte ich euch ganz kurz ein bisschen von Ella erzählen und wie sie die letzten 1,5 Jahre erlebt hat. Ella war eigentlich im Vergleich zu anderen Kindern nie alleine. Mama und Papa waren da, wir haben uns das Homeoffice geteilt, wir waren da. Lauter? Ah, so ist gut. Okay. Ja, kann ich auch machen. Also, Ella war eigentlich nie alleine. Wir haben uns die Zeit geteilt, wir haben das Homeoffice geteilt und im Rahmen der Möglichkeiten und unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten, anders kann ich es gerade gar nicht nennen, haben wir ihr natürlich viele soziale Kontakte ermöglicht. Sie hatte auch Nähe, sie hatte Berührungen, sie hatte auch Berührungen mit Gleichaltrigen und sie konnte eigentlich trotz allem ihren Hobbys nachgehen. Sie konnte zum Reiten gehen, sie hatte ihre Pferde, sie hatte ihre Musik, sie hatte Online-Musikunterricht und sie hatte, und das muss man tatsächlich auch mal erwähnen, ehrliche Unterstützung durch ihre Lehrer. Sowohl im Homeschooling als auch in der momentan sich zuspitzenden Lage, in der sie auch schon angefeindet wurde, wenn zum Beispiel der Impfbus unten an der Schule steht und Mitschüler sagen, steht deine Mutter auch bei den bekloppten Eltern da unten. Die haben das wirklich gut geregelt. Und wir als Eltern haben uns eigentlich die ganze Zeit bemüht, das Leben ganz normal scheinen zu lassen. Wir haben ganz besondere Urlaube gemacht, die wir bestimmt noch nie gemacht hätten. Also irgendwelche Campingurlaube, das hätte ich mir nicht zugetraut. Besondere Ausflüge. Und wir haben versucht, Verluste wie Skilager oder Skifahren einfach irgendwie zu ersetzen. Das heißt, Ella hatte eigentlich die ganze Zeit einen geregelten und gefüllten Tagesablauf. Wir haben ihr auch versucht, ihre Angst zu nehmen. Die Angst vor dieser Krankheit, die Angst vor Einschränkungen und die Angst, wie die Uschi schon gesagt hat, vor der Schuld. Dieser vermeintlichen Schuld, jemanden anzustecken oder vielleicht sogar töten zu könnten. Was zum Teil sogar in Kindergärten propagiert wird. Und wir haben versucht, ihr die Angst zu nehmen, sowohl vor diesem momentanen Leben als auch vor dem Tod. Ella und ich haben letzte Woche zum ersten Mal die Mahnwache besucht und Uschi hat uns in ihrem Plädoyer für die Kinder berührt und nicht nur berührt, sie hat uns beide zu Tränen gerührt. Und Ella konnte mir ihre Gefühle offenbaren. Und das hat mich wiederum sehr bestürzt, weil sie ja für meine Verhältnisse noch maximal behütet durch die Zeit gekommen ist. Und jetzt wiederhole ich mich so ein Stück und muss Ella auch zitieren. Mama, ich habe Angst zu vergessen, wie das Leben vor Corona war. Und ich habe Angst, dass es niemals wieder so wird. Mama, kann ich euch vertrauen? Oder haben vielleicht doch die anderen recht? Ich gebe heute Ella meine Stimme. Ella, die jetzt fast 11 ist und sich trotz bestmöglicher Bedingungen so schwerwiegende Gedanken machen muss. Und ich gebe allen Kindern heute meine Stimme, deren Eltern vielleicht nicht unsere Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu unterstützen. Kinder, die beengt sind, räumlich beengt durch Quarantäne und durch Lockdowns. Kinder, die alleine sind, ohne Nähe und soziale Kontakte. Und Kinder, die Angst haben, viele Ängste. Und dies, und ich muss es einfach nochmal wiederholen, ganz ohne Grund. Kinder erkranken meist kaum oder nur schwach. Und sie bilden eine hervorragende Immunität. Und dadurch schützen sie uns sogar. Und Kinder, die asymptomatisch erkranken, sind nicht
ansteckend. Sie sind also keine Infektionstreiber. Und deshalb, liebe Eltern, appelliere ich zum einen an eure Kreativität. Und das muss nicht mal viel kosten. Schafft euren Kindern zum einen schöne Erinnerungen, aber oder und zeigt ihnen Alternativen, die Spaß machen und für die man keinen Test oder keine Impfung braucht. Und ich appelliere aber auch an euren Mut. Und der fehlt mir leider auch sehr oft. Für eure Kinder einzustehen und euch im Rahmen eurer Möglichkeiten, und auch das ist nicht immer einfach, weil man ja immer das Wohl des Kindes im Blick hat und auch nicht möchte, dass es ausgegrenzt wird, gegen die Maßnahmen, die eure Kinder psychisch und gesundheitlich gefährden, sich gegen diese Maßnahmen einzusetzen. Sei es Maske, sei es Test oder Impfung.